Hallo Leute, ich habe heute ein Fragen- und Antworten-Video, weil ganz viele einfach extrem viele Fragen hatten. Und dann habe ich gedacht, gut, frage ich euch mal auf Instagram, auf YouTube und auf Snapchat, was ihr so für Fragen habt. Und ich habe mir jetzt ein paar rausgeschrieben und ein paar werde ich auch jetzt aktuell in Snapchat öffnen und drauf antworten. Was ist deine Lieblingsserie? Oh, das ist mega schwer, sich da auf eine festzulegen, weil ich sehr viele Serien sehr, sehr gerne gucke. Also ich zähle einfach mal die auf, die ich einfach mega gut fand. So, das ist einmal Pretty Little Liars. Ich habe die wirklich in einem Wusch durchgeguckt, diese Serie. Dann, was ich auch noch sehr cool fand, war Breaking Bad. Als Mädchen darf natürlich auch Gossip Girl nicht fehlen. Und gerade gucke ich Prison Break. Das ist bis jetzt eigentlich auch ganz cool. Also, das sind einfach die Serien, die ich bis jetzt gesehen habe, die ich am besten fand. Und die kann ich auch sehr weiterempfehlen. Spannend! Was ist das Peinlichste, das dir je in deiner Schulzeit passiert ist? Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Aber ich erinnere mich an eine Sache, die war mir damals sehr, sehr peinlich. Und ich glaube, das war in der 2. Klasse. Und ich habe mir in die Hosen gemacht. Ja. Sehr peinlich. Ist lange her, aber trotzdem. Das ist nicht cool. Ich glaube, ich musste dringend und dann hat meine Lehrerin mich damals nicht rausgelassen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist es passiert. Ich kann es nicht ändern. Was für Videos hast du in Planung? Ja, generell bin ich so ein Mensch, der nicht so extrem viel plant. Ich bin eher so der spontane Typ. Allerdings muss ich natürlich für YouTube auch ein bisschen planen, weil ich außerhalb von YouTube auch noch ein anderes Leben habe und das relativ stressig ist durch Arbeit und Studium gleichzeitig. Und so einfache Videos plane ich eigentlich nicht großartig im Voraus, vielleicht auch ein, zwei Wochen. Aber was ich jetzt längerfristig wieder geplant habe, sind natürlich Umstylings, weil ich weiß, dass ihr das unbedingt sehen wollt und mir macht das auch so krass viel Spaß, das zu drehen und dann in die Stadt zu gehen und mit demjenigen shoppen zu gehen. Und das ist einfach was, was mir extrem viel Spaß macht und ich weiß, dass ihr das auch sehr gerne sehen möchtet. Problem ist nur, dass ich die Zeit dafür irgendwie finden muss. Das klingt echt blöd, aber ich brauche für so ein Umstyling-Video 3 bis 4 komplette Tage. Also 2 komplette Tage nur zum Drehen und dann hat man so viel Material und das muss man auch schneiden. Und das ist gerade etwas schwierig durch Uni und Arbeit und dann muss auch noch die andere Person irgendwie Zeit haben. Man muss auch noch einen Termin finden und von dem her kann ich euch noch nicht genau sagen, wann das nächste online kommt, aber ich hoffe sehr bald. Aber ich will euch damit einfach generell sagen, dass es für mich ein bisschen schwierig ist manchmal, aber dass ich das auch sehr, sehr gerne mache und dass ich das auch noch sehr lange weitermachen werde, weil das einfach so das ist, was gerade eigentlich meine liebste Art von Videos ist. Passt die nächste Frage sehr gut dazu. Machst du wieder Umstylings? Ja, mache ich. Wo würdest du am liebsten im Ausland hinziehen? Puh, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Eigentlich ist Deutschland ganz schön, ne? Ich bin eigentlich zufrieden da, wo ich wohne. Aber es wäre natürlich schön, so ein bisschen wärmer. So zum Beispiel nach Portugal oder Spanien oder Italien. Würde ich überhaupt nichts gegen sagen. Aber ich war jetzt auch 2-mal in Thailand. Und ich glaube, wenn du da dich auf die Menschen einlassen kannst und einfach diese totale Ordnung von Deutschland einfach hinter dir lässt, dann ist Thailand, glaube ich, auch ganz cool. Aber dafür muss man irgendwie auch gemacht sein, glaube ich. 1 Monat auf Klamotten shoppen verzichten oder 1 Monat auf Kosmetik shoppen verzichten? Ich glaube, ich könnte sogar beides schaffen, aber dadurch, dass ich beim DM arbeite und jeden Tag mit Schminke zu tun habe und dann jeden Tag sehe, was es so Neues gibt und jeden Tag irgendwie mit Kosmetik konfrontiert bin, wird es mir, glaube ich, extremst schwer fallen, da 1 Monat lang nichts zu kaufen. Nee, das geht nicht. Also ich würde auf Klamotten shoppen verzichten und Schminke kaufen gehen. Auch wenn ich so viel Schminke zu Hause habe, aber sorry. Du hast noch 1 Tag zu leben. Was machst du? Ich glaube, ich würde den Tag einfach mit meiner Familie verbringen wollen. Und zwar nicht so ein Trauertag wie, oh mein Gott, ich habe nur noch 1 Tag zu leben. Nein, sondern irgendwas Cooles unternehmen. Irgendwas, was vielleicht auch den Angehörigen oder halt den Verwandten irgendwie im Gedächtnis bleibt, dass diejenigen einen als
glücklichen Menschen wahrgenommen haben und ihn als glücklichen Menschen haben gehen sehen. Und auch für mich persönlich ist es, glaube ich, am schönsten, wenn ich nur noch einen Tag hätte, wenn ich meine Familie um mich herum hätte. Dann habe ich noch ganz, ganz viele gefragt, ob ich einen Freund habe. Ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwo erwähnt. Ja, habe ich. Und mich haben auch einige gefragt, ob er nicht mal vor die Kamera möchte. Aber das möchte er nicht. Also er bleibt lieber so im Hintergrund und vielleicht kriege ich ihn noch irgendwann dazu. Aber aktuell nicht. Aber ich hätte einen Deal für euch. Und zwar, hättet ihr mal Lust auf ein Video mit meinem Bruder zusammen? Falls mein Bruder das jetzt sieht. Hi, ich lade dich hier mit ein zu einem Video. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob ihr da Bock drauf hättet, dass ich vielleicht eine Challenge oder so mal mit meinem Bruder mache. Und jetzt habe ich mein Handy hier und jetzt kommen noch ein paar Snapchat-Fragen und die werde ich euch natürlich auch beantworten. Und das wird jetzt wirklich sehr spontan. Ich muss euch das ja auch zeigen. Oh, hier ist alles voller Nagellack. Mein ganzes Bett ist voller Nagellack. Wollt ihr dazu einen Make-up-Look sehen? Ja, nein, ja, nein. Hey Lena, wir wollten dich fragen, was eigentlich so dein Lieblingsessen ist. So ein richtiges Lieblingsessen habe ich, glaube ich, nicht. Ich liebe Pfannkuchen, Waffeln, Pizza, Flammkuchen, eigentlich alles, was süß ist oder was mit Pizza oder so zu tun hat. Und natürlich Schokolade, also Schokolade darf man nicht vergessen. Aber ich glaube, wenn ich mich für eines entscheiden müsste, dann würde ich... Oh, Hühnerfrikassee ist aber auch geil. Aber wenn ich mich für eines entscheiden müsste, dann würde ich, glaube ich, so richtig geile Pfannkuchen nehmen. Hast du schon mal deine Haare gefärbt und wie findest du deine Community? Meine Community! Ich habe meine Haare schon öfter gefärbt. Ich glaube, ich habe mit 15 oder so angefangen. Da habe ich mit Tönen angefangen und ich habe sie ein einziges Mal gefärbt und das war... In diesem Video, das ich euch hier unten auch verlinken werde, und zwar habe ich da unten meine Spitzen heller gefärbt, wie man sieht. Ja, das ist gefärbt, sonst habe ich vorher immer nur Haare getönt. Und meine Community finde ich echt cool. Also, ich kriege manchmal Nachrichten, Leute, ihr seid echt der Hammer. Ich liebe euch so. Hey Lena, und meine Frage ist, ob du auch ein Fan-Treffen machen würdest. Und kannst du mich mal grüßen? Hi Lena, kannst du vielleicht mal ein Fan-Treffen machen? Wäre voll cool. Und ich mag deine Videos voll. Ich würde mich voll freuen, wenn ich in deinem Video wäre. Ich mache sehr, sehr gerne mal ein Fan-Treffen. Ich müsste nur wissen, wo überhaupt Leute kommen würden. Also, wo ich auf jeden Fall immer dabei wäre, wäre zum Beispiel Mannheim oder Karlsruhe oder Landau, weil da wohne ich quasi. Oder halt auch Heidelberg, alles was so ein bisschen in der Nähe ist. Was weiter weg ist, ist für mich aktuell ein bisschen schwierig, weil ich halt echt durch meinen Job und mein Studium richtig hart eingespannt bin und da nicht viel Freizeit habe. Und die Freizeit, die ich habe, widme ich YouTube quasi. Aber ihr könnt mir trotzdem mal gerne in die Kommentare schreiben, wo ihr am liebsten mal ein Fan-Treffen haben wollt. Hallo liebe Lena, ich wollte dich mal fragen, ob du, also jetzt so generell halt, ob du mal also umziehst und... Ich habe vor, demnächst umzuziehen, aber nur für eine kurze Zeit, und zwar ziehe ich nach Karlsruhe. Ich bin aktuell wieder in Mannheim und dann habe ich wieder Studienphase, dann habe ich jetzt endlich auch ein Zimmer in Karlsruhe und danach wieder nach Mannheim und dann wieder nach Karlsruhe und dann wieder nach Mannheim und dann wieder nach Karlsruhe und so weiter. Bis mein Studium fertig ist. So, jetzt ist das hoffentlich mal geklärt. Und eigentlich komme ich aus Landau, so. Ich wollte dich fragen, wie alt du eigentlich bist. Ich bin 21 Jahre alt, werde aber dieses Jahr 22. Meine Frage an dich ist, wo du am liebsten halt Kleidung shoppst und was der größte Betrag war, den du in diesem hast. Und ich wollte dir nur sagen, dass ich dich ganz so lieb habe und ja, mach weiter so. Ich habe eigentlich nicht wirklich so einen Klamottenladen, wo ich immer reingehe und immer was finde, sondern ich laufe immer gerne einfach durch die Läden durch und lasse mich so ein bisschen berieseln, und wenn mir was gefällt, dann nehme ich es mit und wenn nicht, dann nicht. Also ich habe da keinen Lieblingsladen eigentlich. Und vom Betrag her, ey, das kann ich dir echt nicht sagen, ich weiß es nicht. Manchmal will ich shoppen gehen und ich habe richtig Bock, irgendwas zu kaufen, und dann finde ich einfach nichts und dann bin ich voll frustriert, und manchmal
ist das Geld eh schon knapp und dann will ich mir eigentlich gar nichts kaufen und dann ist plötzlich alles voll in den Läden mit Sachen, die ich unbedingt haben will. Kennt ihr das? Das ist echt hart. Mich würde mal interessieren, was dein Abonnentenziel auf YouTube wäre. So ein richtiges Abonnentenziel, ich würde das jetzt mal zeitlich begrenzen. Und zwar wäre das mega krass, wenn ich es schaffen würde, bis Ende des Jahres 100.000 Abos zu schaffen. Ich bin jetzt kurz vor den 50.000 und ja, 100.000 wäre so mein Jahresziel. Das wäre echt mega, da wäre ich mega, mega happy. Und sonst freue ich mich natürlich immer, wenn es hochgeht mit den Abos. Weil das heißt ja auch, dass die Community wächst und das ist so krass. Ich kann es immer noch nicht fassen, was ich überhaupt, wie viele Leute mir jetzt schon auf YouTube folgen. In meiner Heimatstadt hat 44.000 Einwohner und ich habe mehr Abonnenten als meine Heimatstadt. Und es ist jetzt nicht eine Riesenstadt, aber es ist jetzt auch nicht eine kleine Stadt, ne? Also schon krass irgendwie. Hallo Lena, was würdest du gerne berufsmäßig eigentlich machen? Das würde mich mega interessieren. Ja, berufsmäßig, ich mache ja gerade mein Studium. Ich mache ein duales Studium, das heißt, dass ich danach direkt im Berufsleben quasi bin. Zumindest hoffe ich das, dass ich übernommen werde und so. Aber ich glaube, die Chancen stehen hoffentlich ganz gut. Und dann bin ich im Handel tätig. Ja, also ich arbeite ja jetzt innerhalb meines dualen Studiums schon im Handel und mir macht es eigentlich Spaß. Ich mag das, mit Kunden im Kontakt zu sein und so. Natürlich finde ich auch YouTube sehr cool, aber ich bleib da mal realistisch, ne? Und deswegen bin ich im Handel glücklich. Das war's mit meinen Fragen und Antworten und ich hoffe, ihr konntet mich ein kleines bisschen besser kennenlernen. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt sie mir doch einfach hier unten in die Kommentare. Dann kommen die vielleicht ins nächste Fragen und Antworten Video. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!